Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Niemandsland im LS22. Ja, hier der Johnny. Das läuft ja wenigstens schon mal mit seinem Geschwade. Denn New Holland hat hier mehr Probleme. Aber jetzt scheint es irgendwie zu klappen. Ich weiß nicht warum. Jetzt gerade scheint es wirklich mal zu klappen. In der letzten Folge ist er nämlich da unten stecken geblieben. Dafür klappt das mit dem John Deere nicht. Es ist doch manchmal zum Mäusemelken. So, schön die Felgen kaputt gefahren. So wie es sein soll. So, fair. Ja, dann fahr hier weiter. Scheint wirklich zu klappen. Ich bin sofort von begeistert. Den könnten wir ja eigentlich mal die Oliven weiter bekämpfen. Und ich möchte gerne mal was ausprobieren hier. Ich habe hier den CP-Kurs. Immer noch. Und laut dem Kurs, also für mich sieht das so aus, als wenn er auf der Rebe fährt, aber einfach mal ausprobieren, ne? Ich habe aber auch nicht die allerneueste Version drauf, muss ich zugeben. Versuch Nummer 1. Schon wieder blockiert. Müssen wir mal in einer freien Minute machen. Dieser erste. Erste einfach mal. Also für mich sieht das so aus, als will er alles andere platt machen, aber nicht neben der Rewe fahren. So, wer ist denn hier blockiert? Schon wieder der New Holland. Man kriegt eine Krise. Die Krise kriegt ein. Da 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 da. Da 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 da. Man kriegt eine Krise. Das ist auch absolut geil, ne? Die Insel sollst du umfahren und CP legt seine Kurse komplett durch die Insel durch. Eigentlich ist der Kurs zum an den Kopf fassen da. Gut. Wo fängst du denn wieder an? Da bist du hochgefahren. Da fährst du wieder runter. Hier, fängst du da an. Dann mache ich den Rest alleine. Manchmal ist CP zum CP'en. Zweiter Versuch. Ich nehme mir einfach mal die Zeit. Auf der Rewe, rechts von der Rewe, hahaha, links von der Rewe. Auf der Rewe. Also, ne? Man muss nur wissen, was man einstellen muss. Rechts von der Rewe. Wenn ich jetzt hier zwei Geräte, was sagst du denn? Dann sagst du, hier ist das Ende. Auch wieder müssen wir wieder ganz zum anderen Ende fahren. Aber vielleicht klappt das ja. Obwohl, für mich sieht das schon wieder so aus, als... Ey, ist der Knaller. Da kannst du ja nochmal einen zweiten Kurs machen, das dann... Einfach mal probieren.
nicht motzen. Vielleicht weiß das CP einfach besser als ich. Und dann soll CP das auch einfach mal machen. Das läuft auch mehr oder weniger. Da können wir uns wirklich Oliven mal angucken. Nimmst du das Ding hoch? Ja. Und wie er das jetzt... Ja, voll, so wollte ich das haben. Nein, so natürlich nicht. Aber es scheint echt zu klappen. Nur, dass er immer zwei Reihen auslässt, das kratzt mich ja jetzt dann doch. So, machen wir das Ding. Aha, egal. Wieder Spuren in der Wiese rum. Ich würde sagen, wir machen das selber. Hier ist es ja nicht Wumpe. Wann ich was runterlassen. Händisch geht's doch immer noch am einfachsten. Selber macht. Ach, weit beendet. Man hat gerade angefangen, ne? Aber so ist das, wenn man zwei, drei, vier Sachen auf einmal machen möchte. Zack. Wo bist du denn? Hier bist du. Das ist wunderbar, dann kannst du zur nächsten Wiese fahren. Kannst du da bitte auch schwarden? Sieht aber so aus, als wenn wir irgendwie was runterkommen. Von der Wiese. So, die gute Goldproduktion. Holz ist auch wieder da. Ich wollte gleich nochmal nach dem New Holland gucken. Ob der dort mit seinen Wegen schafft. Mit seinen Wegen. Der hört sich kompliziert an, ist aber deutsch. Ob er das mit seinen Spuren schafft, so. Ich will die Wiese auch einen Kurs. Ja, das hatte ich. Erster Wegpunkt, viel Spaß. Das klappt, dann kann der Deutsch eigentlich. Dann können wir den. Endlich durch. Können wir den fertig machen zum Beinpressen, ne? Müssen die Oliven wieder ein bisschen warten. Zur Not machen wir die zum Schluss. Ich glaube, der Spiegel hatten wir den gekauft oder auch immer nur noch gemietet. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht aus dem Kopf. Ich glaube, den hatten wir noch gemietet, ne? Den möchte ich aber gerne behalten. Nächstes Mal, wenn Geld da ist, wird er dann gekauft. So. Und hast du die Einpresse verpasst? Wenn ich sie denn finde, heißt das. Dürfte ja eigentlich in der Halle stehen.
Jawohl. Da ist sie. Da ist sie. Und dann kannst du Ballenpressen fahren. Jetzt habe ich aber wieder den Kurs vergessen, oder? Schwaden-Oliven. Das dürfte er. Ja, das ist er. Erster Wegpunkt, kann ich in die Beinbrüse mal ändern? Nee. Das war die andere Pöttinger, ne? Schadie. Egal, viel Spaß. Leute, oh, der Herr. Aufregen lohnt sich nicht. Aufregen lohnt sich nicht. Es treibt bloß den Blutdruck hoch und mein Blutdruck ist momentan meistens sowieso von gut und böse. Also irgendwo dazwischen. Mehr böse als gut. So, jetzt bin ich hier weiter. Und dann klappt das. Den Drescher brauchen wir gerade nicht. Den auch nicht. Könnte ich Oliven machen? Oder? Ja. Wenn der weg ist, kann ich Oliven machen. In der Zeit kann ich ja nochmal einen Schluck Kaffee nehmen hier. Da wird wieder Geld gedruckt. Oder Geld gewickelt. Das Mähwerk vorne kann ich ja eigentlich immer unten lassen. Das ist ja relativ egal. Das ist ja eigentlich bloß hinten der Pflug, den ich da die ganze Zeit hoch und runter machen muss, damit meine Wiese auch wirklich Wiese bleibt. Da ich ja alles relativ dicht aneinander pflanzt, gesetzt, gebaut habe. Das Schöne ist, wenn die Oliven wieder reif sind, dann gibt es auch wieder Olivenöl. Das gibt dann wieder ordentlich Padda an der Kasse. So. Und ich muss sagen, eigentlich stört mich das jetzt nicht, die paar Olivenreihen abzufahren. Da gewöhnt man sich dran. Ganz in Ruhe und entspannt. Klappt das. Kann man noch den Dolz beim Pressen zu gucken. Wenn ich jetzt wüsste, wo der wäre. Hauptsache, fährt sich nicht fest wieder in die Hollen. Nee, da hinten ist er. Sieht schon cool, der Hof. Oder sieht schon cool aus, der Hof. Von hier betrachtet. Entschuldigung. Der kam so unerwartet. Über der Humste. Aber ich habe mittlerweile den Ingwer-Tee mal ausprobiert. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, also ich finde, der schmeckt bloß mit viel, viel Zucker. Und das ist absolut nicht so. Weiß ich nicht. Also echt danke für den Tipp und so. Aber Ingwer-Tee.
nicht meins. Wie gut, dass wir denn alle verschieden sind, ne? Bleibe ich lieber bei meinem Zitronentee. Da schüttelt es mich. Ja, also hier werden wir nächste Folge garantiert auch noch zu tun haben. Mit dem guten Lieben. Also garantiert noch eine ganze Folge. Aber der Ingame-Tag neigt sich jetzt auch so langsam dem Ende zu. 1 Uhr. Visum werden gerade gemacht. Das letzte Feld wird auch angesiedelt. Ich glaube, noch eins haben wir gar nicht. Sägewerke sind befüllt. Tiere sind gefüttert. Beziehungsweise so gut wie es ging. Wir haben noch keinen Hafer. Den müssen wir auch noch ausweiten. Nicht, dass ich das wieder vergesse. Das wird Käse. Ansonsten. Ich glaube, die Felder hier vorne sind auch noch nicht angepflanzt. Also müssen wir dann auch noch Weizen. Nur so viel ist gar nicht mehr auf dem Zettel. Wird immer weniger. Nein, dann könnten wir hier eigentlich nochmal düngen. Bei den Oliven. Aber das muss ja nicht alles an einem Tag passieren, ne? So. Da ist der Dolz wieder. Stehe ich in den Weg? Ja. Guck mal, mein Helfer ist so freundlich, dass der mir extra aus dem Weg fährt, nur damit wir beide weiterfahren können. So gut erzogen ist der. Das finde ich klasse. Dann mal hier wieder runter. Und hier wieder lang. Ein Drittel hätte ich jetzt beinahe gesagt, haben wir jetzt hier schon. Dann würde ich jetzt aber auch wieder sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch natürlich einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Beim nächsten Mal, wisst ihr ja, Oliven, Wiesen, Ansehen sind wir ja immer noch nicht durch. Ich traue mich jetzt gerade gar nicht zum New Holland hinzugehen. Wenn ich ganz ehrlich bin, der wieder viel Probleme hat. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich wünsche euch was. Lasst euch nicht ärgern. Und freue mich aufs nächste Mal. Bis denn. Ciao.